Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute, wie ihr hört, leicht erkältet. Das ist auch der Grund, warum ich in den letzten Tagen oder am Freitag bzw. Samstag kein Video machen konnte. Liegt ein bisschen im Bett, aber nichtsdestotrotz, der Wochenreport fällt ganz bestimmt nicht aus. Heute geht es nämlich darum, endlich mal wieder positive News zu verbreiten. Wir haben heute den Wochenreport, 1. Oktober 2017. Und ich kann schon mal gleich vorab verraten, heute geht es endlich mal um Good News und nicht mehr um die ganzen Negativserien, die wir die letzten Wochen hingelegt haben. Zur Agenda. Wir schauen uns heute einfach mal ganz kurz den Wochenrückblick an. Dann ein paar Schlagzeilen. Das Weiße Haus unterstützt die Blockchain. Japan erteilt Lizenzen und Bitcoin und Amazon bald mit Bitcoin zahlen. Wir gucken uns mal die Gerüchteküche an und schauen uns dann auch gerne mal an, in welchen Shops man vielleicht schon zahlen kann aktuell. Ja, ich werde heute das Ganze eher so informativ gestalten, also nicht so viele Chartanalysen machen, denn die meisten von euch haben mir gesagt, euch interessieren immer mehr so, was waren die News der Woche und nicht so tiefgründig jetzt einzelne Coins oder Token, wie die sich entwickelt haben. Trotzdem starten wir damit, dass wir uns einmal anschauen, wie denn der Bitcoin diese Woche gelaufen ist, weil der Bitcoin war ja diese Woche so das Maßgebliche. Wir gucken einfach mal generell, die Kurse sehen überall sehr gut aus, wenn wir uns mal hier die 7-Tages-Graphen anschauen. Ja, gerade so bei Bitcoin und auch bei Ripple sehen wir, dass da eine positive Neigung ist. Auch für die nächste Woche, denke ich mal, geht es genauso weiter. Allerdings sehr, sehr langsam. Ja, es ging sehr rapide schnell nach unten. Jetzt dauert die Erholungsphase deutlich länger als der Fall. Das ist aber ganz normal. Es dauert einen Moment, bis das Vertrauen wieder gewonnen wird und bis auch das Asien-Thema sich so ein bisschen normalisiert hat. Aber wir sehen, einer der größten Gewinner diese Woche ist Neo. Ich schalte mal um auf Euro. So, genau, also Neo hat diese Woche ungefähr 15% gemacht. Das ist schon sehr beachtlich. Neo war vor knapp 2 Wochen bei 15 Euro, jetzt fast verdoppelt. Man sieht also, der Coin schwankt noch sehr stark, ist also sehr stark in die Schusslinie gekommen, als es da um die ganzen China-Aktionen ging, hat Neo so am meisten darunter gelitten. Jetzt, wo es sich wieder erholt, erholt sich Neo auch mit am stärksten. Von daher ist das schon eine Überlegung wert, ob man sagt, hey, ist Neo vielleicht was für die Zukunft? Ja, so, alle anderen, die wir hier so sehen, sind eher ganz normal im Mittelfeld. Es gibt einige, die natürlich mal wieder aufholen, aber im Endeffekt zählt für uns hier vor allem die Top 5. Und die Top 5 haben sich eigentlich wenig verändert in den letzten Wochen, trotz der ganzen Krise. Bitcoin auf Platz 1, Ethereum und Ripple 2 und 3, Bitcoin Cash auf Platz 4 und der Litecoin auf der 5. Ja, ich glaube, insgesamt werden wir zum Ende des Jahres sehen jetzt hoffentlich keinerlei Crash oder Negativserie mehr erleben. JP Morgan hat sich ausgetobt. China hat jetzt irgendwie versucht, das Ganze irgendwie fertig zu machen, auch nicht geschafft. Und ich glaube, jetzt, wo die Anleger wieder mutiger sind, jetzt kann auch die nächste kleine Schlagzeile aus China nicht gleich wieder das ganze Konstrukt umwerfen. Und das sind auf jeden Fall Good News. Ja, ich hatte vor, lass mich lügen, ich glaube vor 1,5 Wochen habe ich euch bei Twitter, falls ihr bei Twitter aktiv seid bei mir, habt ihr gesehen, dass ich euch einen Graphen geschickt habe und geschrieben habe, die Bärenphase ist vorbei, jetzt kommt der Bulle. Und wie ich darauf komme, will ich euch einmal zeigen mit einem ganz einfachen Instrument, das ihr ganz einfach nachbauen könnt. Ihr könnt gerne auf tradingview.com gehen. Ich bin jetzt mal hier auf Coinergy. Coinergy ist im Prinzip das gleiche wie TradingView. Man kann also alle möglichen Charts anschauen. BTC zum Beispiel im Vergleich zum US-Dollar. Hier links ist halt der Vorteil bei Coinergy, ihr seht hier direkt Kryptobörsen. Also Coinergy wurde extra für Kryptobörsen entwickelt. Das heißt, man hat hier wirklich sehr einfach die Bedienung. Während bei TradingView kann man ja auch Euro, Dollar, Gold oder sonstige Aktien einfach vergleichen. Das hier ist so ein bisschen mehr kryptospezifisch. Und ich mache das mal jetzt groß. Ich habe jetzt mal einen Tageschart, also immer einen Tag. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr es sehen könnt. Also, wir haben hier die Möglichkeit einzustellen. Ich habe jetzt mal einen Tag eingestellt, dass wir jeden Tag eine Kerze sehen. Also jeden Tag sehen wir hier eine Kerze, um das Ganze einfach ein bisschen aus der Ferne zu betrachten und nicht so in die 5-Minuten-Charts reinzugehen. Darüber hinaus habe ich dann einen Indikator, das könnt ihr, indem ihr die rechte Maustaste klickt und dann auf Insert Indikator. Für diejenigen, die sich überhaupt nicht auskennen mit der Chartanalyse, würde ich generell davon abraten, solche Instrumente zu wählen. Aber falls ihr sagt, hey, das ist doch was für mich, ich bin da schon ein bisschen tough drin, dann könnt ihr es ja gerne mal ausprobieren. Und zwar packt ihr den Indikator EMA, Moving Average Exponential, pardon. Das heißt übersetzt so viel wie exponentiell gewichteter Durchschnitt. Dieser exponentiell gewichteter Durchschnitt
ist eigentlich kurz und knapp dafür da, dass man einmal sieht, wohin geht der Trend gerade. Bärenmarkt oder Bullenmarkt. Wir wählen jetzt einfach mal dieses Moving Average Exponential. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich zweimal hier drin, okay. Einen entfernen wir mal wieder. So, dann geht ihr auf diesen EMA, so kürzt er sich hier oben links ab. Ich hoffe, ihr könnt es auf dem Bildschirm sehen. Und dann würde bei euch, glaube ich, eine 9 hier drin stehen. Standardmäßig packt er eine 9 rein. Wir wollen jetzt mal eine 20. Das ist einfach mal stupides Nachmachen. Und dann seht ihr plötzlich, dass sich eine blaue Linie hier herauskristallisiert. Wir sehen also jetzt den Bitcoin im Verlauf und wir sehen immer eine blaue Linie. Und diese blaue Linie gibt uns Aufschluss darüber, ob wir uns gerade in einem Bullenmarkt befinden, also einen Markt, wo der Coin gerade nach oben schießt, oder ob wir in einer Trendwende sind, wo es plötzlich nach unten geht. Und hier gerade so Mitte September haben wir hier hat das Ganze hier angefangen, so ein bisschen hier zu crashen. Und wir gucken uns mal an, wie sich da die Linie verhalten hat. Die war hier wochenlang immer oben, also unter den grünen Balken, also befindet sich unter den Kerzen und gibt quasi Auftrieb nach oben hin. Und plötzlich war hier ein Punkt erreicht, wo sie das erste Mal hier in eine Kerze hineingelaufen ist. Und zwar war das eine rote. Und ab da begann der Fall nach unten. Und ihr seht, plötzlich ist die blaue Linie über den Kerzen. Also hier hätte man spätestens erkennen müssen, als Profi, dass sich hier jetzt ein negativer Trend, sprich ein Bärenmarkt, entwickelt. Und man sieht, dass dann eben hier die Kerzen seither gefallen sind. Und wir haben jeden Tag gehofft, dass irgendwann wieder so wie hier die grüne getroffen wird und das Ganze sich wieder so entwickelt wie jetzt hier zum Letzt. Hier habe ich euch geschrieben, es geht wieder bergauf und wir sehen, es gab noch einen kleinen Fall, aber dann seit hier ist jetzt die blaue Linie ganz deutlich unter den Kerzen, die wir hier sehen. Und das heißt für mich erst einmal, wir sind jetzt tatsächlich wieder auf dem Recovery-Kurs, also auf der Erholungsphase. Und es wird hier wahrscheinlich jetzt wieder so laufen, dass nach wie vor der Kurs steigen wird. Langsamer als früher, aber stetig. Ja, und wir sehen auch darüber hinaus ein sehr starkes Handelsvolumen hier unten. All das sind positive Signale für uns dafür, dass wir also wirklich in der Zukunft jetzt hoffentlich in diesem Jahr nicht mehr so viel mit Krisen zu tun haben. Okay, ich verlinke euch das Ganze nochmal, Coinergy, ich werde euch einen Link dazu geben. Ist soweit kostenfrei für so eine Testphase. Ich glaube, danach muss man dafür auch Geld bezahlen, 9 Euro oder 9 Dollar. Wie auch immer, ich verlinke euch das mal. Okay, zu den News. Ja, die US-Regierung Blockchain als Trump für die Zukunft. Ja, als Trump für die Zukunft. Kurz gesagt, ich verlinke den Artikel, ich will es jetzt auch nicht alles vorlesen. Es geht hier dabei darum, dass die US-Regierung erkannt hat, dass die Blockchain sehr viele Vorteile hat. Zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, Lebensmittelverschwendung oder aber auch um andere Dinge, wie zum Beispiel Betrügereien. Also die Blockchain soll zur Bekämpfung von Betrug und Lebensmittelverschwendung eine entscheidende Rolle spielen. Es gibt viele Befürworter, es gibt sogar Menschen, die früher eigentlich nie positiv für den Bitcoin oder sonstiges aufgefallen sind, die jetzt plötzlich sich richtig dafür aussprechen. Und USA ist mit Abstand einer der größten und wichtigsten Märkte auf der Welt, gerade wenn es darum geht, Trends zu setzen. Und auch wenn in Asien die meisten Nutzer von Kryptowährungen sind, hat die USA doch eine sehr entscheidende Rolle, was die Politik für Europa betrifft. Ich glaube nämlich, wenn USA etwas vormachen, dauert es in der Regel immer nicht sehr lange, bis Europa nachzieht. Und wenn USA positiv gestimmt sind, was den Bitcoin und Co. betrifft, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen krank, dann ist es natürlich für uns alle gut. Und ich verlinke euch das mal, auch ganz cool, das habe ich euch letztes Mal schon mal empfohlen, diesmal verlinke ich euch das mal, so eine Buchempfehlung, das ist die Bitcoin-Bibel. Ich finde, jeder Trader oder jeder, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, sollte die Bitcoin-Bibel bei sich haben. Ein paar spannende Themen drin, für Anfänger gedacht, aber auch für Leute, die ein bisschen tiefgründiger und weiterdenken wollen. Ich glaube, das Buch kostet, wo sind wir, glaube ich, 14 Euro oder so. Gucken wir mal, 12,90 Euro. Oder ihr könnt es sogar als Kindle-Version runterladen. Als Kindle-Version 6,49. Ich denke mal, das ist ein cooler Preis dafür, dass man da wirklich ein bisschen lesen kann. Ist ganz spannend und ist von BTC Echo. Ich finde dieses BTC Echo ziemlich geil. Viele News, immer schön knapp gehalten. Und ich glaube, BTC Echo wird langfristig bestimmt irgendwann mal so eine Art Bildzeitung der Kryptos. Jetzt nicht von dem Inhalt her, dass er irgendwie schwammig wäre oder nur auf Spekulation aus ist, sondern dass es wirklich so eine sehr, sehr stark genutzte Seite sein wird. Ja, auf BTC Echo habe ich darüber hinaus auch Folgendes gesehen. Japan erteilt Lizenzen für Kryptobörsen. Es war ja darüber gesprochen, dass die Chinesen die Kryptobörsen verbieten oder sehr hohe Auflagen oder schwierige Auflagen erteilen. Einige große Kryptobörsen sind jetzt dementsprechend nach Japan ausgewandert. Und ja, die Lizenzen wurden erteilt. Und zwar müssen jetzt alle in Japan ansässigen Börsen, genau wie es in Europa schon Standard ist, Folgendes berücksichtigen.
Und zwar müssen Sie dieses KYC, Know Your Customer Grundsatz, den müssen Sie einhalten. Das heißt, ich zeige euch gleich mal genau, was Know Your Customer bedeutet. Das heißt so viel wie, diese komplette Anonymität, die man bisher genoss, die geht einfach verloren. Ein paar Daten muss man preisgeben zum Thema Geldwäscheschutzgesetz. Ja, und einfach, dass die Börsen wirklich auch einigermaßen wissen, mit wem sie es zu tun haben, um eben Betrügereien vorzubeugen. Das ist das offizielle Statement. Natürlich ist es auch ein Riesennachteil für uns, wenn plötzlich Daten mehr angegeben werden müssen, als es eigentlich not tut. Für uns Europäer ist es aber eigentlich nichts Neues. In Amerika oder auch bei uns ist es schon immer so gewesen, dieses Know Your Customer, dass ihr ein paar Daten hinterlegen müsst, wenn ihr euch irgendwo registriert an einer Börse. Aber hier ist es halt jetzt eine Standardeinführung, die jetzt neu ist für die Asiaten. Know Your Customer bedeutet zu Deutsch, kenne deinen Kunden, wird eine insbesondere für Kreditinstitute und Versicherungen vorgeschriebene Legitimationsprüfung von bestimmten Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche bezeichnet. So, und die Information, die ihr da angeben müsst, ist bei natürlichen Personen, also in der Regel bei uns, müssen insbesondere die Art der Berufstätigkeit und der Zweck der Geschäftsbeziehung erfasst werden. Also handelt ihr im Auftrag von jemand anderem oder handelt ihr für euch selbst? Solche Daten müsst ihr da angeben. In der Praxis ist da noch ein bisschen mehr von euch verlangt, denn später müsst ihr noch eure Handynummer hinterlegen oder eine Ausweiskopie, wenn ihr was auszahlen wollt und. Irgendwie schlecht, aber irgendwie auch nicht ganz unvorhersehbar. Ja, das also dazu, wenn ihr euch also dafür interessiert, auch diesen Bericht werde ich euch gerne mal verlinken. Ziemlich cool, ich sagte ja Good News, auch das wieder sehr positiv für uns und das wirkt sich natürlich auch auf die Bitcoin-Verläufe aus oder auf die generelle Kryptowelt. Und das letzte Thema für heute ist das Thema, kann man bei Amazon bald mit Bitcoin bezahlen? Und im Internet oder in Social Media und im Internet ist sehr viel kursiert diesbezüglich. Sehr viele meinten, dass man ab Oktober offiziell mit Bitcoin zahlen kann. Ja, ich war ziemlich begeistert, weil ich erstens Amazon sehr häufig nutze und zweitens 10 Bitcoin liebe. Von daher dachte ich, wie cool ist denn das? Allerdings habe ich jetzt feststellen müssen, dass dieses Gerücht immer nur von Seiten kam, die nicht offiziell Amazon sind oder offiziell das Bitcoin Core Team oder so. Es wirkte eher so wie ein Wunschtraum. Und auch hier sieht man, es ist ein Gerücht, Amazon hält sich sehr bedeckt, sie selbst sagen gar nichts dazu. Wenn ihr irgendwelche Seiten habt, und deshalb habe ich das ja auch aufgenommen, schreibt mir mal bitte, weil das interessiert mich brennend, dieses Thema. Schreibt mir bitte, ob ihr irgendwo sachliche und vor allem seriöse Informationen dazu habt, ob Amazon wirklich mit Bitcoin arbeitet, weil wenn ja, wenn das größte Handelshaus der Welt mit Bitcoin arbeitet, könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeuten könnte, wenn wirklich der Bitcoin sich mittelfristig mehr durchsetzt und immer mehr Leute ihn nutzen, was das für einen Hype auslösen wird, dass auch Amazon-Kunden sagen, hey, ich probiere mal Bitcoin aus und was das für die Marktkapitalisierung bedeutet, brauche ich euch nicht vorrechnen. So, ja, also, bevor meine Stimme versagt, kommen wir dann langsam auch mal zum Ende. Ich habe euch gesagt, bei Amazon ist es jetzt eher so ein Gerücht, ihr müsst mir helfen, wenn ihr irgendwelche Informationen habt. Ansonsten haben wir hier darüber hinaus noch das Thema, wo kann ich denn aktuell mit Bitcoin zahlen? Natürlich sind das jetzt nicht so die großen, die riesengroßen Shops, aber ich habe euch hier mal eine Liste herausgesucht. Bei diesen Internetseiten könnt ihr bereits heute mit Bitcoin zahlen, ziemlich einfach auf einigen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe mir jetzt nicht jede einzelne Seite angeguckt, weil mich einige Themen auch nicht interessieren. Aber ihr könnt ja zum Beispiel mal hier rauf gehen, DBV-Felgen. So, mal sehen, ob das hier irgendwo angemerkt ist. Zahlmethoden, Finanzierungen. Ne, also wenn ihr da mal, ihr könnt da mal tiefgründiger reinschauen, wenn ihr da irgendwo was findet, dann schreibt mir sehr gerne, was ihr davon haltet oder schickt das mal bei Twitter als Bild rein, wenn ihr irgendwo gefunden habt, wo man hier Bitcoin auswählen kann beim Zahlen. Schauen wir mal bei Warenkorb vielleicht. Okay, ich mache mal, spaßeshalber suche ich mir mal jetzt eine Felge aus. So. Ach, keine Ahnung. Suchen wir mal Reifen. Keiner da. Sehr gut. Okay, also der typische Vorführeffekt, wenn ihr auf jeden Fall herausfinden solltet, wie das Ganze funktioniert, dann sehr gerne. Ansonsten könnt ihr euch ja hier mal anschauen. Es ist wahrscheinlich eh nicht besonders interessant für euch, diese Seiten. Aber es gibt schon mal so eine Richtung vor, dass immer mehr Läden sich schon mit dem Thema Bitcoin beschäftigen oder darauf einlassen. Und ja, so viel dazu. Viel wichtiger ist, was ist mit Amazon? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Kauft euch die Bitcoin-Bibel, steht doch bei mir auf dem Tisch. Ist auch ein kleiner Motivator für mich. Immer morgens, wenn ich aufwache, an meinen Schreibtisch gehe, sehe ich die Bitcoin-Bibel und denke immer wieder daran, cool, ich muss weitermachen. Die Bibel ist für einige was Religiöses, für uns jetzt so irgendwie auch. Von daher sollte jeder vielleicht so ein Ding haben. Lest euch gerne mal rein.
Ja, ansonsten noch ein kleiner Blick auf Twitter. Twitter ist so ein bisschen eingeschlafen diese Woche. Lag auch an mir. Ich war, wie gesagt, krank. Hab wenig reingepostet. 157 Follower. Ich bin mir sicher, dass wir bis nächste Woche die 200 schaffen. Unterstützt mich gern dabei. Ich bitte euch jetzt um Folgendes. Am Mittwoch gibt es einen neuen Coin und ab sofort werde ich immer im Anschluss an dieses Video bei Twitter eine Umfrage starten, in der ich 3 Coins anbiete. Das werden in der Regel die Coins sein, die ich bei euch in den Kommentaren herausgelesen habe, die am häufigsten vorkamen. Und ich werde euch anbieten, dass ihr abstimmt, welchen Coin ich am Mittwoch verfilmen soll. So könnt ihr alle einen Teil dazu beitragen, dass wir auch eure Coins gut finden oder eure Coins mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und ich werde immer Dienstag Mittag in etwa gucke ich mir dann das Ergebnis an und fange dann an, mich vorzubereiten, damit dann Mittwoch das Ganze verfilmt werden kann. Und somit seid ihr dann interaktiv dabei. Was ihr natürlich dafür tun müsst, bitte folgt mir bei Twitter. Schaut regelmäßig mal in den Twitter-Account rein bei mir. Ich gebe mir Mühe, euch immer spannende Themen reinzuschicken. Zum Beispiel gestern, Verge ist jetzt gelistet auf HitBTC auf einer großen Börse. Riesengewinn für Verge. All das schicke ich euch ständig zu. Auch hier, Lagarde betont Vorteile von Kryptowährungen. Also wir sehen, selbst der IWF ist langsam schon auf den Trip gekommen mit Kryptowährungen. Auch da gebe ich euch immer stetig neue News. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier reinzukommen. Ja, jetzt genug geredet. Ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Sonntag für den Rest. Hier in Hamburg scheint die Sonne. Ich werde gleich im Bett liegen und ein bisschen die Sonne genießen, Gardine aufziehen und ein bisschen gesund werden für euch. Und ansonsten macht euch einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao.